Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Weilchen 2020 Projekt. Und ja, wir sind auf dem Weg, unsere Sojabohnen zu verkaufen. Oh, upala, wo bin ich da denn hängen geblieben? Sag mir mal. Okay, fängt ja schon gut an. Das ist aber ein bisschen, doof, ne? Will ich mal sagen. Da machen wir mal Folgendes. Ausnahmsweise. So. Wunderbar. Kurzen Aussetzer gehabt, aber wir werden jetzt erstmal die Sojabohnen verkaufen. Und schauen mal, wie viel wir dafür so bekommen werden. Ich hoffe, es wird ein bisschen was werden. So, erstmal I, kippen wir den ganzen Kram aus und ich denke, sieht gut aus, das sieht sehr gut aus, 22.000 einfach mal für Sojabohnen, richtig, richtig gut, perfekt. Ich hoffe, es funktioniert auch soweit, denn ich habe mein Mikro heute mal irgendwie ein bisschen anders positioniert, weil mir das ein bisschen auf den Geist ging, dass das Mikro so noch keine perfekte Position hatte. Das habe ich jetzt mal geändert und hoffe, dass das jetzt auch ein bisschen besser ist. Genau. Jetzt fahren wir aber erstmal wieder zurück zum Hof. Schauen uns dann nochmal an, was wir als nächstes vorhaben. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall die Felder noch anpflanzen. Wir haben natürlich noch den Wald, wo wir noch weiter Hackschnitzel produzieren können. Aber wir haben natürlich auch noch Heu, was wir machen müssen. Und wir müssen uns noch um die Tiere wieder kümmern. Also wir haben auf jeden Fall noch so das ein oder andere auf dem Zettel stehen. Was wir natürlich auch machen müssen, sage ich jetzt mal so. Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wenn wir wieder am Hof sind. Ja, heute Abend, das Video kommt ja recht frisch. Heute Abend auf dem Donnerstag ist ja die Opening Show von der Gamescom. Leider dieses Jahr natürlich nicht live vor Ort, ansonsten wäre ich natürlich da gewesen. Aber dieses Jahr wird das halt online ausgestrahlt. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das euch anschaut oder ob ihr sagt, da, nee, ist jetzt dieses Jahr vielleicht nicht so spannend, weil man natürlich auch, dieses Jahr auch nicht so dabei sein kann oder live da sein kann. Deswegen, schreibt mir das gerne auch mal unten rein in die Kommentare, wäre natürlich ziemlich cool. Genau, so, diese beiden Felder müssen wir anpflanzen und das würde ich tatsächlich sagen, machen wir auch direkt, damit wir das gemacht haben. Wir können natürlich, das Ding ist, ich habe eine Nachricht bekommen, dass es wohl auch erlaubt sei, sich den Livestream auch zu restreamen. Das heißt, wir könnten uns die Show theoretisch bei uns im Livestream angucken. Die Frage ist, wollen wir das machen? Also eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt dafür, sag ich mal, in Anführungszeichen streamen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir uns das angucken und wir ein bisschen darüber erzählen. Wäre vielleicht mal ein bisschen was anderes. Könnt ihr mir auch unten in die Kommentare reinschreiben. Weil ansonsten würde ich das vielleicht spontan so mit euch zusammen machen. So. Nehmen wir erstmal die Saatmaschine. Ach, hier ist ja Manual Attachment am Start. Schon fast wieder vergessen. Kapi? So, die Frage ist natürlich, was wir da jetzt anpflanzen. Wir haben natürlich jetzt die letzten Male natürlich Sojabohnen angepflanzt und Raps haben wir
glaube ich, gar nicht angepflanzt. Wir haben nur Sojabohne angepflanzt. Dann müssen wir noch mal gucken. Dann müssen wir noch mal gucken, wie hier reingucken. Wenn Sojabohne geht, noch mal nach oben. Raps geht auch nach oben. Also ich würde fast sagen, ah ne, Sojabohne ist hier. Sojabohne ist ganz oben gerade. Und ich würde fast dann dazu tendieren, dass wir Raps anpflanzen. Weil Raps als nächstes hochgeht. Ja, lass uns Raps anpflanzen. Lass uns einfach Raps anpflanzen. Bei Raps haben wir halt noch die Chancen, sage ich mal, auf guten Preis. Das hätten wir, glaube ich, bei Sojabohne halt nicht mehr, weil Sojabohne ist, sage ich mal, in Anführungszeichen schon fast vorbei, wenn man so will. Deswegen pflanzen wir jetzt halt Raps an, auf dem Feld zumindest. Auf dem anderen würde ich vielleicht sogar auch noch mal sagen, wir pflanzen da Raps an. Allerdings müssen wir auch noch mal Getreide anpflanzen. Dann werde ich auf dem anderen Feld werde ich dann Weizen oder so anpflanzen. Weil Weizen brauchen wir auch auf jeden Fall noch mal. Das nützt ja nichts. So, hier habe ich leider noch kein PS drin. Das sollten wir mal noch mal nachrüsten. Das müssten wir oder das sollten wir auf jeden Fall noch mal nachrüsten. Weil ansonsten wäre, ich glaube, das wäre sonst ein bisschen blöd, ne? Deswegen müssen wir da echt noch mal ran an den Speck. So, ich mache hier erst einmal eine Runde Vorgewende. Ja, fahr gleich 3 Kilometer weiter zurück. Ja, nee, gar kein Problem. So, dann haben wir zumindest die 2 Felder schon mal wieder angepflanzt und haben dann natürlich auch die Chance auf Ertrag noch in dieser Season. Also ich meine, wir sind jetzt im Tag. Hau ab, du Scheißfliege. Im Tag 3 des Sommers aktuell. Und dann haben wir aber immer noch Zeit, zwischendurch auch nochmal Holz zu machen im Wald. Und wir haben zwischendurch auch Zeit, andere Dinge zu machen. Das wäre halt natürlich gar nicht so verkehrt, wenn man es so will, ne? Ja, und unser Silo könnten wir eigentlich auch mal abdecken. Weil das würde ich eigentlich noch ein bisschen voller machen. Allerdings brauchen wir das Gras halt aktuell halt auch für das Heu, ne? Weil Heu müssen wir unbedingt machen. Heu müssen wir unbedingt machen. Auf jeden Fall wird, das kann ich euch auch noch sagen, auf dem Gamescom-Wochenende, wenn man das so möchte, wird dann ja auch ja dann auch das Alpine DLC vorgestellt, nochmal mit mehr Details und so. Und wenn ihr euch das schon vorbestellen wollt, dann checkt mal bitte unten gerne die Videobeschreibung ab. Da ist ein kleiner Hashtag Werbung von mir drin. Und da könnt ihr euch das beim Giants direkt vorbestellen, also beim farmingsimulator.com auf der offiziellen Webseite. Und würdet mich dabei ein bisschen unterstützen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, direkt bei Release oder am Tag des Release das DLC direkt zu haben. Also das ist natürlich der ganz große Vorteil. Und das wäre natürlich cool, wenn ihr mich dabei halt auch ein bisschen unterstützt. Ihr zahlt natürlich nichts mehr, sondern würdet mich halt nur damit unterstützen. Kuss für die, die es machen. Vielen, vielen Dank. Nur, dass ihr es halt auch noch mal gehört habt, oder ihr gebt einfach den Gutscheincode BAUERLP mit Doppel A
in den in, bei der im Shop ein, wo ihr dann eure Bestellung tätigt oder macht. Genau, so sieht es aus. Ja, das Feld haben wir gleich fertig, zumindest schon mal. Das ist gar nicht so schlecht. Dann müssen wir natürlich noch düngen. Und ich sehe, muss auch noch mal gucken hier. Hühner, was geht bei denen eigentlich ab? Bei denen ist eigentlich noch alles ganz gut. Und bei den Kühen eigentlich noch alles ganz entspannt. Ich hoffe ja, dass wir bald mal ein bisschen Milch bekommen, damit wir auch noch mal ein bisschen besseres Einkommen an der Stelle haben. Aber das wird natürlich erst bei Season passieren, wenn die Kuh Nachwuchs bekommen hat oder gekalbt hat. Deswegen wird das natürlich an der Stelle auch noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber wenn wir es haben, dann ist natürlich auch ganz nice. Glaube so in Real Life, ne, wenn man so ein Feld halt anpflanzt, es kann auch schon mal ein paar Tage dauern, je nachdem wie groß das Feld ist, ne? Also das ist schon auch gar nichts, auch ganz schön heftig, wenn man so ein Riesenfeld hat. Nicht heftig. Boah, letzte Runde, wir müssen unbedingt GPS nachrüsten in dem Trecker hier. Das wäre auf jeden Fall auf jeden Fall mal was Gutes. So, ja, in der Innenansicht kann man halt dann immer nicht so gut fahren. Das ist das Problem. Dann werden wir gleich noch mal unseren Fendt mit dem Düngerstreuer ausstatten, damit der hier gleich hinterher juckelt. Dann ist das Feld nämlich schon wieder ganz gut ausgestattet und gerüstet. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Andererseits können wir natürlich auch ein Feld Gras schon mal ernten. Oder ein Feld Gras ernten und in die Produktion bringen, weil ich weiß auch nicht, wie lange die Produktion braucht, damit das getrocknet wird, ne? Also so ein Trocknungsvorgang kann ich nicht, weiß ich nicht, wie lang das dauert halt, ne? Kann ich euch nicht sagen. Okay, so, das lasse ich jetzt erstmal ganz kurz so. Ich gehe mal in den Blepper rein. Den Anhänger lasse ich hier mal auf ganz entspannt stehen. Jetzt nicht die beste Position, ich weiß, aber muss halt einmal kurz mit dem Trecker hier los. Hätte ich auch hier einfach reinstellen können, den Anhänger. Lol. Ah ja, beim nächsten Mal, ne? Holen wir uns mal eben den Düngerstreuer ab. Ups, so, zack. Abfälle dran, Kabel dran, hoch damit. Und dann sollten wir uns auch noch mal ein Big Pack, hoch, ein Big Pack Dings besorgen, weil ich glaube, das reicht nun nicht mehr aus, aber wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Vielleicht habe ich hier nicht. Ah, doch. Ach, was ist das, der Helfer? Komm. Will ich mit dem Helfer? Warum habe ich den Helfer überhaupt auf dem Lenkrad drauf? Das ist doch auch ein bisschen fail, oder?
Komm. Fahren wir schnell darüber. Und dann würde ich sagen, Leute, für euch gibt es jetzt mehr in der Endcard. Checkt die mal ab. Da gibt es die nächsten Folgen oder die letzte Folge, falls ihr die verpasst habt. Oder auch einen Link zur Playlist. Checkt das gerne mal ab. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier beim LS19 Weichenprojekt. Vielen Dank fürs Dabeisein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.